Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge BeamNG Drive. Ich habe mir mal ein Szenario rausgesucht, was ich auch noch nie gefahren bin. Geht es um eine Offroad-Strecke abfahren auf Zeit. Macht aber jetzt keinen Sinn für uns, weil bin die noch nie gefahren, wie das beim Zeitfahren immer ist. Du musst die Strecke mit allen Hindernissen etc. kennen, um dann halt entsprechend darauf vorbereitet zu sein, gute Zeit hinzulegen. Das heißt, wir wollen uns das nur angucken. Mit der Karre, die wird gestellt. Du kannst dich die ganze Zeit respawnen, gibt 5 Strafsekunden dafür. Entsprechend hier haben wir dann noch die zeitlichen Wertungen, man kennt das. Und aber ja, wir gucken uns das ganze Ding mal an einfach und schauen mal, wie weit wir kommen. Viel Spaß! Auf geht's, Freunde. Wollen wir mal sehen. Wir haben nur den Automatikmodus in der Karre. Ich glaube, das Bergen, Zurückbergen, ist irgendwie verbuggt hier in dem Szenario. Das stellt uns nicht wieder auf die Straße. Müssen wir gucken, dass wir auf dem Weg bleiben. Phoenix. Dreck. Joe Dreck. Guter Film. Ist eigentlich echt ganz gut im Vergleich zu anderen. Die machen schon gute Arbeit, die Jungs. Verstand, was die Zukunft hierzu bringt. Lang. Haben wir gleich hinter uns. Overall. Ich fahre mit Lenkrad, wie gesagt. Das ist auch in der Außenansicht immer ein bisschen schwierig im Vergleich zum Controller, für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, wer das nachempfinden kann. Third Person, also Außenansicht mit Lenkrad ist irgendwie strange, finde ich, um da präzise zu sein zumindest. Ist ein Controller geiler, deine. Und aufpassen, weil wir nehmen auch Schaden, logischerweise. Wir können natürlich auch auf allen Maps frei rumcruisen, so lange und so oft wir wollen, und können die Map währenddessen mit Sachen spawnen, Autos verschieben, wechseln, ergänzen, zusätzlich spawnen, irgendwelche Objekte wie Schanzen, Hindernisse, Barrikaden. Schauen wir uns auch noch alles an. Erstmal gucken wir uns auch die neuen Szenarien an. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir mal ausprobieren wollen, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wollen wir auch einen Crash irgendwie versuchen zu simulieren oder, ja, wie, was weiß ich, ein paar Autos ineinander fahren lassen oder. Versuchen wir das hier umzusetzen. Vorsicht. Oh, Schlamm. Hier sind wir gerade nicht unterwegs, aber ich weiß auch nicht, was die Bude hier aushält.
geil gemacht. Macht wirklich Spaß. Abstürzen vom Hang hier. 5 Minuten haben wir schon. Die Maus ein bisschen empfindlich. Liebe Leute! Erstmal nur ankommen, wenn wir wissen, wie die Strecke so ist, ne? Hatte. Ich glaube, wir können uns Differential sperren. Und da unten so ein paar Schalter neben dem Tacho, die wir mit Mausklick oder halt auch Tasten, die ich gerade nicht aus dem Kopf weiß, bedienen können. Einmal die Übersetzung, also High oder Low, wie schnell die Bude reagiert. Das steht auf High. Das sehe ich. Das andere ist, glaube ich, Differential, wo der Punkt drin ist, das erste Symbol. Höchste Wertung schon mal weg. Oh, mitten im Dschungel. Wo ist man hier, Alter? Abfallend. Nein! Besser! Brems! Wir können nichts machen. Bitte. Handbremse noch dazu. Aber wir bleiben. Wenn wir jetzt so. Zurücksetzen geht irgendwie nicht, dass wir da hinstellen. Das ist irgendwie buggy in dem Szenario. Kommen wir hier wieder hoch? Ja, du kannst für das Fahrzeug so oft wieder aufstellen, wie du willst. Jede Wiederaufstellung fügt dir einer endgültigen Zeit 50 Strafsekunden dazu. Ja, aber wieder aufstellen in dem Sinne gibt es ja nicht. Controller ist Offroad fahren definitiv einfacher. Ich weiß ja auch nicht, was die Karre aushält hier. Schlamm. Aber wenn die Strecke natürlich innen auswendig kennst, dann ist das natürlich mega. Diesen Eingang hier. Boah, diese eine Stelle, ey, wir waren bei 8, Checkpoint 28, da oben sieht man's. Das heißt, die wollen hier 5 Minuten für, oder 5 Minuten 50 für einen Stern, oder 5 Minuten waren's, für 3 Sterne, wie willst du das machen, Alter? Wir waren nicht mal annähernd am Ziel laut der Checkpoint-Zahl. Macht auf jeden Fall Spaß, Leute. Die Zeiten sind schon krass, wir fahren mal ein bisschen schneller drüber oder nehmen wir bestimmt Schaden. Umfahren, soweit geht. Gerade, dass das wiederherstellen oder aufstellen nehmen sie es hier. Aber es ist das Bergen. In Tastaturanstellungen gibt es nur Bergen. Einfach normales Bergen und Bergen auf. Also dann stehst du wieder an Ort und Stelle repariert.
oder Bergen auf letzter Straße. Das heißt, ja, auf dem letzten Weg, wenn du irgendwo abgekommen bist, das sollte eigentlich funktionieren. Das funktioniert dann normalerweise auch, aber in dem Szenario komischerweise nicht. Das ist wahrscheinlich hier irgendwie buggy. Liebe Entwickler, bitte nochmal nachoptimieren. Das wäre geil, weil hier ist das echt wichtig. So eine lange Übung hier. Vorsicht. Wenn die Bude kaputt ist, kommen wir auch nicht weiter. Checkpoint 17 sind wir. Wir kommen langsam wieder in die Nähe unseres Absturzes von ihm. Muss echt aufpassen. Passiert. Oh, Vorsicht. Oh, das ist der falsche Button. Falsche Button. Ich muss die Gänge nochmal umlegen auf dem Controller, wie ich es bei Forza Horizon und so auch habe. Games ich mit Controller das spiele. Deswegen war ich da jetzt auch gewohnheitsmäßig auf dem falschen Button, was hier gerade Kamera ist. Nicht dann hochschalten. Ich fahre ja eh immer manuell. Wenn die Autos manuell haben, hier dann halt auch, logischerweise. Aber der hier hat gerade nichts. Unser Buggy. So, jetzt kommen wir gleich wieder hin, Leute. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das passieren, ey. Ja, auch nicht übelst lang bügeln, ey. Macht mega Fun. Ich würde euch halt ein paar Szenarien auch noch mal vorstellen. Zusätzlich zu den ganzen, was wir sonst so machen können, ne? So, jetzt kommen wir da gleich hin. Wo wir waren. Wir waren bei Checkpoint 28, hatten wir passiert. Und dann kam das ganze Ding. 26, es ist nicht mehr weit. Oh. Wird nämlich schon so schräg hier. Einen noch und dann kommt unsere Stelle. Der hier noch. Oh, irgendwas ist hier, glaube ich, schon kaputt. Sorry. Da, nee. Jetzt hat uns hier irgendwas fest. Ja, jetzt geht Bergen wieder nicht. Och, Leute. Schade, können wir das nicht fahren, wie es aussieht. Bergen. Nein. Geht nicht. Es fehlt in der Mission hier. Kommt schon. Oh, festgeglitscht. Jetzt sind wir frei. Ich glaube, wir haben schon Schaden, ey, oder? Guckt euch mal die Räder an. Hier. Hier. Alter, jetzt müsst ihr uns merken können. Wir kommen hier, so können wir nicht mehr fahren, logischerweise, ne? Ja, bin total im Eimer, Alter. So. Was ist, wenn wir den Motor ausmachen? Geht es dann mit Bergen? Ist es hier irgendwie, gibt es das hier nicht? So, Leute, wir sind wieder hier bei Checkpoint 28 und versuchen jetzt nochmal über die Dings rüber zu kommen. Ganz vorsichtig. Jetzt kommt diese Schräge, wo wir vorhin abgerutscht sind. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt handhaben werden. War zwischen dem jetzt 28 und 29. Checkpoint ist das, glaube ich. Oder? Ne, doch, ja, jetzt kommt die.
Wow, haben wir gemacht. Gerade so. 29 haben wir. Und weiter geht's. Wir haben noch ein paar zu fahren. Mit euch wenigstens noch ein Ziel kommen. 30. Also die Passage war ihm echt schwer. Oh, jetzt geht's hier runter. Ach, dann waren wir auf dem Weg. Okay. So, 31. Also hier waren wir wirklich noch nie. Also ich jedenfalls nicht. 32. Ist echt schwer, heile anzukommen halt, also die Karre heile zu lassen, ne? Ihr habt es ja gesehen. Und wenn natürlich dann die Funktion Bergen nicht funktioniert, ist es natürlich ein bisschen ärgerlich mit reparieren. Ich glaube, man kann, es geht bestimmt auch, irgendwie muss ich mal schauen, ob man auch generell, wenn man jetzt nur rumalbern will, kann man, glaube ich, auch den Schaden natürlich deaktivieren, also dass da nichts passiert. Kannst ein bisschen rumalbern, rumcruisen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß noch nicht, was die Bude hier aussieht, deswegen muss ich immer ein bisschen vorsichtig, dass wir jetzt ins Ziel kommen. Hier geht's nicht lang, sagst du, ne? Logisch. Wie weit sind wir da? 35 haben wir, 41 gibt es. Ja, kannst du natürlich richtig geil driften. Driften wird nichts. Kannst ja auch Ölwanne alles aufreißen halt. Das ist wirklich, ne? Hatte ich auch schon alles gemacht. Nicht bei der Bude jetzt, aber generell. Was hier ungewohnt ist, dass ich die Parkposition immer gibt es noch nach dem Rückwärtsgang, ne? Sonst knallst du immer so, so weit die Gänge runter, bis du im Rückwärtsgang bist. Und wenn du hier zu weit machst, dann hast du Parken drin. Nicht abrutschen, Digga. Zu langsam für Handbremse. Nein! Wo ist die Handbremse auf den Controller? Doch, da oben. Wird richtig rutscht. Also es ist auch das Rutschen ist hier simuliert halt, ne? Ist echt herausfordernd hier. Wir sind aber gleich da. Ich will es mit euch wenigstens zu Ende fahren. In dieser Folge. Dschungelgeschichte hier. 39. Weiß nicht, ob ich das irgendwann nochmal wirklich fahre. Das ist jetzt für mich jetzt. Oh nein, nein! Ah, wir sind noch heile. Da ist das Ziel. Wir fahren rückwärts das Ziel. Oh, jetzt zeigt er, wir rollen uns noch im Bergen. Geht da nicht, wenn wir auf dem Dach bleiben. Ja, das war jetzt mit Controller, also mit Lenkrad. Ist das richtig, richtig schwer, heile zu bleiben. So, 3 Sekunden vor 3 Sterne, wat? 3 Sterne in 5 Minuten abschließen. 2 Sterne in 5:15, 1 Stern ab 6:15. Das verstehe ich nicht, dass wir 3 Sekunden vor 3 Sterne sind. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch 9 Minuten haben wir. Ohne Strafzeit. Das ist alles buggy. Hier sagen sie 3 Sterne in 5 Minuten. Wir sind 3 Sekunden vor 3 Sterne, das verstehe ich nicht. Dann müssten wir jetzt bei 5 Minuten 3 sein. Das geht aber nicht. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden weitermachen. Wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, mal über eine Schanze ballern oder in irgendein Ding reinfliegen, lasst es mich wissen, Leute. Können wir uns dann aus allen Perspektiven anschauen, etc. Danke fürs Zuschauen, euer Master.